Und diesmal habe ich ja sogar was gefuttert und trotzdem. Überhaupt keine Chance, nicht ansatzweise. 30 Minuten sind vorbei. Wir haben im Grunde nichts geschafft. Naja gut, wir haben das ganze Umland geklärt, wir haben die Karawane kaputt gemacht, aber bei der Stadt kommen wir nicht weiter. Bisschen Erfahrung kann ich da abgrasen, das war's dann auch. Ich muss entweder erst die Karawanen, die Artillerieviecher. Oder die Flugviecher besiegen. Eine von beiden Gattungen muss ausgelöscht werden, ansonsten schaffe ich das nicht. Dann sehe ich eine realistische Chance. Und da die Artillerieviecher sehr träge sind, fällt meine Wahl auf sie. Jetzt wird's dunkel, super. Sehe ich noch weniger. Nächste weg. Kann ich auch. Mann, Teppichmänner aus Anatolien, was soll das? Die ganze Zeit habe ich mit euch Seite an Seite gekämpft und was macht ihr jetzt? Ihr betrügt mich. Das ist scheiße. Kommt zu mir zurück. Ich finde euren Angriff kacke. Oh Gott. Jetzt dünnen wir langsam ihre Reihen aus. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Stück gerade schon getötet. Sehr schön. Nächster weg. Out. Wieso ist der Drache eigentlich nicht größer? Ich weiß, es ist komisch, dass ich mir die Frage jetzt irgendwie nach 40 Videos oder so stelle, aber... Wieso? Das wäre doch viel cooler, wenn er riesig wäre. Ich merke gerade, dass es ein verdammter Teufelskreis ist. Die sammeln nämlich die Energie ein, die ich von den getöteten Monstern... Giftnova. Ich weiß, es ist vielleicht... Vielleicht bilde ich mir was ein, aber... Eventuell könnte diese Giftnova wirklich was bringen. Speichern wir mal und probieren es. Also wenn die jetzt so stark funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Tot. Dann könnte das echt böse für meine Feinde werden. Aber erstmal muss ich mir wieder was Essbares suchen. Hier können wir den essen. Das. Den muss man doch essen können. Yep. Schön. Ach, und wo kommt der jetzt wieder her? Richtig, da hinten ist eine Brutstätte aufgetaucht. Super. Da.
einfach weghauen, das Ding, so. Das ist jetzt insofern scheiße, dass die jetzt auch noch dazu kommen. Die relativ wendig sind und relativ viel schießen. Ich will jetzt mal die Giftnova probieren. Ich müsste mich eigentlich direkt in die scheiß Stadt stellen und die Giftnova auf mich wirken. F6 ist das. Probieren wir es. Und ich sterbe vorher. Ja, die Giftnova ist sehr effektiv, haben wir gesehen. Sie bewirkt den sofortigen Tod des Spielecharakters. Wow. Unglaublich effektiv, habt ihr das gesehen? Ich kann so viel schießen, wie ich will. Ich treffe überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Hier kommt die Brutstätte auch zurück. Wisst ihr, was cool wäre, wenn ich jetzt irgendwen zum Zusammenschlagen hätte? Und noch viel besser wäre es, wenn diese Person einfach verschwinden könnte und es niemanden interessieren würde. Also, wer keine Freunde, Verwandten oder sonst was hat, der soll sich bitte bei mir melden. Er wird sterben. Ah, Jesus Christ, ey. Jesus Christ. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich die... Oh, ich speichere jetzt hier lieber nicht. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt die Mission an sich erfülle. Und ob dann vielleicht, keine Ahnung, die Monster auf einmal alle wegsterben oder so. Ich bezweifle es. Demnach macht es auch keinen Sinn, die Monster erstmal zu ignorieren. Oder ich versuche einfach wirklich das Ding einfach zu zerstören und guck dann. Wie ich damit fahre. Oh Mann, ey. Was soll der Fuck? Scheiße. Mann. Wann hab ich zum letzten Mal ein Spiel so aufgeregt wie das hier? Ich meine, wer hätte denn ahnen können, dass es so endet? Am Anfang war es ja noch relativ seicht. Und jetzt artet das in dieser dummen Fluchorgie aus, weil dieses Spiel einfach nicht fähig ist. Ich meine, ich frage mich wieder, was soll so eine Mission? Haben die Entwickler geraucht oder was? Die können nur geraucht haben. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Die waren richtig breit, als sie das programmiert haben. Richtig breit. Die haben wahrscheinlich überall rosa Häschen gesehen und haben gedacht, hey, das wird den Spielern gefallen. Genau das haben sie gedacht. Genau so war das. So lief das ab. So. Ein Treffer noch und ich bin tot. Ich hätte es lieber nicht sagen sollen, oder? Ich hatte das Ding schon fast weg, Mann. Nerviger Scheiß. Thank you.
Nein, niemand wird mich töten. Niemand.